So, und damit herzlich willkommen bei Explorer LP. Schönen guten Abend. Ich immer noch stark erkältet. Mit dabei ist der Dark Huhu. und der Pharos, der bleibt aber lieber ruhig im Hintergrund, der sagt uns, ob der Stream läuft, weil wir spielen The Division. Leider gibt es da momentan, zumindest mit meinem Aufnahmeprogramm, mit dem ich streame, bei einigen Usern Probleme. Nicht bei allen, bei wenigen. Ich gehöre leider mal wieder dazu. Aber ich hoffe, dass wir das auf die Reihe kriegen. Und auf diesem Wege auch schon mal schönen guten Abend, YouTube. Ja, wir machen Folgendes. Wir starten mal das Spiel. Wir sind, glaube ich, schon im Spiel. Wir sind im Spiel. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt reibungslos switchen können. Und Spiel fortsetzen. Also, ich habe mir schon mal einen Charakter erstellt. Leider kann ich das. Achtung, es ist Ihnen noch nicht erlaubt, sich einer Gruppe anzuschließen. Ja, ich weiß. Okay. Ah ja, sag das auch gleich. Weil wir haben. Also, der Dark hat schon ein bisschen und ich habe noch gar nicht. The Division, ja. So MMO-mäßig wie WoW, für die Leute, die es noch nicht kennen. Nur halt mit Schießen. Viel Bum Bum. Ihr könnt zusammen mit anderen Spielern spielen, bis zu vier Spieler. Ja. Charakter habe ich mir, wie gesagt, schon erstellt. Was ist jetzt? Zivilisten helfen. Achso, ja, das kann man auch. Machen wir demnächst dann. Wir müssen jetzt erstmal das Tutorial durchspielen. Ist doch so ein Tutorial, oder? Denke ich mal. Wie in der Beta damals. Also das Tutorial, was du jetzt gerade Intelligent System startest, Analytic ist nicht Computer von der Beta. aktiviert. Alle Das Eingangssysteme spielt sind vor der online. Beta im Prinzip. Wir sind jetzt gerade in, nicht in Manhattan, wo das Gehen Spiel Sie halt für den spielt, sondern wir Waffencheck an sind der jetzt gerade in markierten Stelle Brooklyn in Deckung. und müssen Brooklyn jetzt erstmal wieder herstellen. Okay, ich soll hier in Deckung gehen. Dann gehen wir ganz gemächlich Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Ziehen Sie mit der rechten Maustaste. Wen soll ich denn jetzt schießen? Jetzt hat gar keiner zum Schießen. Kollege. Hä? Also ich soll jetzt hier an der Kiste Deckung nehmen, habe ich gemacht. Ich soll auf irgendwelche Ziele schießen, aber hier ist nichts. 0, 3 Meter, Agentenaktivierung. Gehen Sie rechts und schießen Sie mit linker. Ja, und jetzt? Da soll ich drauf schießen. Primärwaffentest erfolgreich. Und da geht die Story im Prinzip weiter. Zur Handfeuerwaffe wechseln. Drücken Sie 3, um mit der Handfeuerwaffe zu ziehen. Ja. Geht auch mit Mausrad im Prinzip. Also, okay. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Jetzt? Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, auf dem Division geschossen Commander hast, der schickt er weiter. Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safehouse für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Fragen Sie in Zielmarkierung. Bist du jetzt im Safe House? Auf dem Weg dahin, glaube Nee. ich. Aber du weißt ja, ich habe Koordination, ne? Ja, aber du wirst auf dem Weg, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, das ist auch kein Spoiler, du wirst keine Gegner treffen, wie gesagt, das ist Tutorial. Bis du zum Safe House gehst, dann kriegst du nochmal Ausrüstung und dann kannst du das loslegen. Dann müssen wir Agent, auch gucken, ob das ich mit habe die der Bestätigung, Gruppe dann dass schon Ihre Mitagentin funktioniert. Faye Law hier eingetroffen ist. Ansonsten muss das Melden Sie sich bei ihr, Tutorial wenn Sie so weit spielen, reinkommen. bis du nach Manhattan kommst. Das dauert vielleicht 20 Minuten oder sowas. Und dann müssen wir uns da in der Gruppe zusammenschließen. Also, warte, was will er jetzt? Deckung überspringen. Halten Sie STRG, während Sie zu einer Deckung laufen, um sie zu überspringen. Aber okay. Das habe ich dann schon mal verkackt. ich glaube, an der Tastatur muss ich noch ein bisschen üben. Ja, Ja. du wirst so einiges umstellen wahrscheinlich. Sie betreten einen sicheren Bereich. F.
interagieren. Das kriege ich hin. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Achso, gedrückt halten. Das war der Trick, genau. Da bin ich schon bei der Beta verzweifelt. Alter, ich muss mich doch jetzt hier nicht anstellen, oder? Hast du eine Riesenschlange da stehen? Es geht. Es gibt so ein paar lustige Sachen. Also als ich das Spiel gestern angefangen habe zu zocken, gestern Morgen. Oder heute Morgen? Ne, gestern Morgen. War relativ interessant. Wir hatten eine Schlange bis zur Tür hin. Und es hat nicht funktioniert, sich anzumelden. Du kannst im Prinzip einfach vorlaufen, stellst dich dann an den Laptop, drückst, hältst F gedrückt und dann meldet er sich an. Falls das nicht funktionieren sollte, musst du dich einmal kurz abmelden und neu anmelden. Dann startest du wahrscheinlich in einer neuen Inni, sozusagen. Neue Instanz, wo dann andere Spieler sind. Vielleicht weniger. Also ich habe da 2 Stunden rumgestanden, ne, bevor ich da mal auf die Gedanken gekommen bin, ins Forum zu gucken. Hey, laufen Sie doch nicht weg! F-Agent finden? Spielersuche. Nein. Du musst nicht bei Spielersuche, sondern da sind auch so 2 Soldaten, die stehen dahinter. Davor, da ist der Laptop. Da musst du. Warte, er sagt, ich muss erstmal durch die Tür hier. Achso, du musst noch mit der Tante. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer. Ja, ich habe auch schon irgendwas von Trollen gelesen, die sich in die Tür stellen. Du kommst da nicht durch, aber da gibt es auch schon Hilfe gegen. Da haben sie schon Bug gehoben, du kannst durch die Leute durchlaufen. Es gab nämlich eine Zeit, da haben die, wie gesagt, an dem Tag, wo ich dann gezockt habe, haben die sich zerpiert, vor diesem Laptop gestellt. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge. Die Leute sind hier durchgedreht. Wir haben nicht viele Infos. Da hast du plötzlich 30 Leute im Raum, 30 Spieler, die hier rumstehen und alle nur am Rumschreien sind über den Chat. Leute wie ich. Das war lustig. Und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Kann Mattes was zum Bild sein. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. So. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Ich muss, glaube ich, jetzt ans Slappy. Ausstattungshändler. Hey, das sollten Sie sehen. Ausstattungshändler reden. Das Beste im Distrikt. Nee, nicht mit dem Ausstattungshändler. Nö, ja, der hatte aber einen Ausruf. Nein, nichts für ungut. Ja, weil er was verkaufen möchte. Drecksack. Ach, hier die Kiste auffüllen. Was füllst du deine Munition wieder auf? Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen ruft. Da ist das Lab hier. Keine Sau steht davor. Identität bestätigt. Alter, ist bei dir SH los. Die Ausrüstung aktiviert. Ich guck mir gerade den Stream an, das ist ja. Ihnen stehen Fertigkeiten zur Verfügung. Drücken Sie L und begeben sich zum Fähigkeitenfenster. Fähigkeiten. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihrem Werkzeugkasten und weitere taktische Optionen. Ja, genau. So, bevor du jetzt eine Fertigkeit auswählst. Willst du eher so Sniper machen, Unterstützer oder eher so den Rambock? Was machst du? Ich passe mich ganz deiner Lage an. Wenn du jetzt sagst Sniper oder sonst irgendwas, dann mache ich den Mediziner, also damit wir uns besser heilen können. Dass ich dich kann man später nochmal umskillen? Ja, klar. Jederzeit. Sniper ist dann... Technologie, würde ich zumindest sagen. Weil du da halt diese Selbstschussgeschütze hast, Minen, die du legen kannst, um dich abzusichern. Und halt am Anfang diese Sprengbombe ist das, glaube ich, so eine Haftgranate, die schießt im Prinzip den Gegner eine Birne. Und die bleibt so lange heften, bis du halt eine Taste drückst und den zur Explosion bringst. Ja, ich kenne das Snipern hier nicht, deswegen kann ich... Ich würde gerne snipern, allerdings sage ich, wenn wir nur zu zweit spielen, dann ist einer, wenn einer Bum-Bum macht und einer nur sniped, ist, weiß ich nicht, ob wir damit weit kommen. Ja, kommen wir. Nimm die Haftgranate. Vertrau mir einfach. Okay. Mod anlegen. Fertigkeit anlegen. Auf E. Jetzt auf E klicken. So, das haben wir schon mal. So. Drücken Sie E, um Ihre angelegte Fertigkeit einzusetzen. Okay. Nach dem Einsatz muss die Fertigkeit erst wieder aufgeladen werden, bevor Sie wieder einsetzen können. Okay. Ja, kannst du jetzt momentan eh nicht, weil das halt eine Safe Zone ist. Da kannst du keine Waffen und keine Fähigkeiten nutzen. Spiel verlassen? Nein. Was denn jetzt? Zurück. So. Hast du jetzt eine Quest für mich hier, Kollege?
Oder wird sie auch wieder was verkaufen? Gott sei Dank, Sie sind da, Agent. So habe ich Brooklyn noch nie erlebt. Wir halten nur mit Mühe durch. Ich bin Ihr Kontakt für Notfalleinsätze. Das ist eine Menge los. Das lässt nicht nach. Oh Mann, wenn das hier vorbei ist, habe ich kein Haar mehr auf dem Kopf. Ja, und jetzt habe ich die Quest schon angenommen, oder was? Jetzt hast du mit den beiden Typen geredet, die vor dem Laptop stehen. Ja, einer davon, der andere weiß ich nicht. Der da sitzt, der redet nicht mit mir, der ist eigensinnig. Also den Laptop hast du bedient, mit dem Typen hast du geredet? Ja. Gut, dann kannst du jetzt wieder rausgehen aus der Safe Zone, also aus diesem Laden. Und dann gehst du draußen auf die Straße und dann müssen wir gerade mal gucken, ob ich dich dann einladen kann. Warnung, Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Warnung, Sie entfernen sich aus... Ja, egal. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. Muss einen Moment warten. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Auf der Karte angezeigt, drücken Sie M, um die Karte zu öffnen und wählen Sie den Einsatz aus. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team bei. Ja, das kannst du schon mal machen. Kannst du schon mal einen Einsatz aussuchen. Labs. Karte. Ja, die wird lustig werden. Nebeneinsatz. Safest. Was hier? Nebeneinsatz. Ja, was ist denn Nebeneinsatz sind alles, diese komischen, die mit dem Fünfeck, glaube ich, markiert, das sind Nebeneinsätze, die müssen wir auf jeden Fall jetzt machen. Das gehört halt zum Tutorial. Also haben wir jetzt noch keine Hauptquest oder so? Also erstmal noch nicht. Erstmal sind diese beiden Nebeneinsätze halt das, was wir machen müssen, und dann geht die Geschichte weiter. Okay. 15% noch. Wie kann ich den jetzt was? Dann müsste ich neben dir aufploppen. Achso, ich habe die sowieso markiert. Okay. Zack. Wie er sich wieder eine Frau ausgesucht hat. Ja, mein Hauptcharakter ist ein Mann. Ich spiele jetzt hier die russische Variante. Olga Dimitrov. Olga Maslow auf. Entschuldigung. ja gut, wir müssen... Ja, ich sehe schon. Nahrungsmittelvorräte wieder beschaffen. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Okay, klettert man. Zehner-Tastatur. Steuerung. Steuerung. Okay, da muss ich mir echt eine andere Taste für suchen. Was ist das für eine Uhr? Ja, dann hau rein. Sie müssen das nicht tun. Mach platt. Lassen Sie mich gehen. Nee, das sind Verbündete. Achso. Aber du kannst hierbei keine Verbündeten töten. Denke mal, er ist nachladen, ne? Ja. Tut mir leid, also falls ihr sehen solltet, dass ich ständig mit meiner Hand schlage. Ich habe die Tastatur auch noch nicht richtig eingestellt und ich habe meinen Push-to-Talk halt auf dem Mausrad dementsprechend. Vermisste Vorratskiste geortet. Hier, jetzt eine Frage. Hast du hier einen Loot? Ich sehe ja so. Ja. Nimm mal auf, bitte. Ein Rucksack. Objekt anlegen, Objekt plündern, alles plündern, Objekt plündern. Alles nehmen. Okay. Hast du aufgenommen? Ja, denke ich, weil jetzt ist hier nichts mehr. Alles klar, dann hat jeder seinen eigenen Loot. Wunderbar. Ach ja, noch was. Kommen wir zurück. Wie du rennst, weißt du? Ja, das habe ich mir schon umgelegt. So, wenn du jetzt rennst und gleichzeitig Steuerung drückst, dann macht dir das in einer etwas schnelleren Bewegung. Ja, das hatte ich schon eben gerade im Tutorial, bloß ich muss mir die Ring-Taste ein bisschen dösen. So, ich setz jetzt gerade mal meine Spezialfähigkeit an, guck mal, ob du das sehen kannst. Ja. Ja, nice. Was nehmen? Und überhaupt sowas looten? Hey, ja, kannst du, wenn ich diese Spezialfähigkeit nutze, werden diese Dinger auch hervorgehoben. Markierte Position in der Nähe. Siehst du die besser? So, bei dem Typen da, den rechten, kannst du mal deine Spezialfähigkeit nutzen. Warte. Geh mal jetzt hier hin. Ich mach das. E war das, ne? Ja. Und dann haust du ihn mit einem Kopf. Dann zeig mal, wie es geht. Irgendeinem von beiden. Und warten. Warte, ich hol sie mir. Und Q drücken. Ah ne, E ist Zünd. Zack.
das ein bisschen umstellen. Gegner neutralisiert. Ist mir noch ein bisschen too much. Hm. Und die haben keinen Loot, die Schweine. Nein. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Was? Oh. Und du hast die ganze Arbeit wieder gemacht. Was? Ich hab eine Granate geschmissen und glücklich getroffen, wenn nicht. Was haben wir denn jetzt hier? Untersuchen? Alles nehmen. Pistolenholz. Da. Alles nehmen. Wegplündern. Was denn da? Kiste geöffnet. Wenn du die auch öffnen möchtest, bitte. Klar, geh weg. Okay. Wow, Fehler? Fehler? Die Division-Dienste stehen uns zur Zeit nicht zu verbringen. Ich würde versuchen, das erneut später. Ja? Ich bin noch dran. Okay. Ich warte. Ich bin gerade rausgeschmissen, warum auch immer. Bleibende Vorräte sind. Vorräte für Bergung markieren. Also dann warte ich mal. Will er mich jetzt verarschen? Gut, in der Zeit könnte ich mal eben in die Option noch bestimmt, oder? Kann man hier in die Option? Ja. Ja. Wo das bestimmt ein Fehler ist. Was Empfindlichkeit ist? 30. Gehen wir mal auf. 20. Auf 25. Entschuldigung. Gamepad habe ich. Okay, muss ich jetzt hier. Jetzt sind wir wieder. Im Moment bin ich bereit, alles zu glauben. Ja, ich weiß, wie das klingt, aber wie gesagt, Paranoia. Gruppenmitgliedstatus Reaper ist jetzt offline. Ist jetzt online. Ich hab Sprinten da. Könnte ich auf die 1 doch eigentlich. Ja, das mache ich noch eben. Tastaturbelegung. War das jetzt mit STRG? Springen, ne? Klettern, STRG, ne? Möchte ich jetzt auf da haben. So. Da ist er wieder. Jawohl. Markiere ich mal eben hier. Mhm. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Okay. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Mehr Einsätze stehen zur Verfügung. Drücken Sie M, um die Karte zu öffnen und Ihren Pfeilsender zu aktivieren. Also suche ich jetzt die nächste Quest aus. Da sind noch zwei über. Ja. Agent. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Okay. Mehr brauche ich jetzt auch nicht machen, ne? Nur anklicken und... Und im Signal folgen, ja. Okay. Da läuft er schon. Ja, wie gesagt, Entschuldigung für den Namen, aber dein Account ist äußerst alt. Ich meine nur... Zwischendurch musst du mal gucken, ob du mal so einen Zivilisten siehst, der dann bedürftig ist. Steht dann dabei. Bedürftiger Zivilist gefunden. Es ist immer gut. Zwei Bedrohungen. Ja. Es ist immer gut, denen was zu essen zu geben. Was ist hier los? Was hast du mit dem gemacht? Gewalt. Ich bin keine Gefahr für sie. Was hast du mit dem gemacht? Die beiden Typen da hinten sind gefährlicher. Bitte. Da. Okay, ich muss jetzt nochmal meine Special. Ja, mach ich. Am besten mit dem, der die Granate, das Granatenzeichen hat. Also kann ich die jetzt nicht benutzen? Hä?
E. Also bei mir zielst du mit dem Ding gerade. Ja, sobald ich drücke E. So, jetzt muss ich ja... Also... E, jetzt verstehe ich. Bams! Weißt du, jedem anderen sprengst du da mit dem Kopf weg, ey. Hm. Nur die stehen weiter auf. Okay, die haben keinen Loot. Ne, also das siehst du auch, den Loot, sobald da die was fallen lassen. Muss aber nochmal eben, warte, die Maus ein bisschen runterstellen. Ne? Ja. Ist noch zu hardcore. Bei grünem Loot oder blauem Loot siehst du es auch, weil halt dann diese Säulen halt blau oder grün sind. Das einzige halt bei weiß, klar, siehst du es nicht so deutlich. Aber im Normalfall. Weiter geht's. Was auch geil ist, ist die Engine. Lauf mal gegen die Tür hier, gegen die offene.